die Gesundheit der Gesamtheit des Menschen ist abhängig von der Gesundheit des Herzens. Deswegen sagt Allah Ta'ala auch, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. An diesem Tag werden weder Kinder noch Vermögen nutzen, außer wer zu Allah mit einem gesunden Herzen kommt. Was ist ein gesundes Herz eigentlich? Die Krankheiten, die ein Herz betreffen können, sind zweierlei Art. الشهوات والشبهات. Diese zwei Dinge machen die Herzen krank oder sind die Herzenskrankheit. Shahawat und Shubuhat. Shahawat bedeutet, dass deine, ich nenne es mal die Antriebe, die Antriebskraft des Menschen, die dich antreibt, dass sie dich ständig und stetig zum Verbotenen lenkt und treibt. Dass das nicht gezügelt wird. Und die Shubuhat, deine Vorstellungen über die Religion sind unklar. Shubuhat, Vorstellungen, Einstellungen in der Aqida oder im Suluk oder in der Manhajiyya sind nicht korrekt. Oder anders ausgedrückt, Ibn Rajab, rahimahullah, bringt etwas sehr Wichtiges auf den Punkt. Er sagt, weil wir sprechen immer über den Tawhid. Was ist der Tawhid? Für uns ist der Tawhid etwas sehr Theoretisches. Tawhid ist nur so diese Theorie, Arten des Tawhid. Das ist alles Haq, kein Problem. Aber das macht dich nicht zum großen Muwahhid, diese Sachen auswendig zu lernen und sie zu können. Die Auslegung Tawhid ist was ganz anderes. Hören wir uns mal an, was Ibn Rajab dazu sagt. Wie erklärt Ibn Rajab den Tawhid? Er erklärt das gesunde Herz. Er sagt, فَإِنْ كَانَ قَلْبُهُ سَلِيمًا. Er erklärt das gesunde Herz. لَيْسَ فِيهِ إِلَّا مَحَبَّةُ اللَّهِ وَمَحَبَّةُ مَا يُحِبُّهُ اللَّهِ وَخَشْيَةُ اللَّهِ وخشية الوقوع فيما يكره صلحت حركات الجوارح كلها ونشأ عن ذلك اجتناب المحرمات كلها. Das gesunde Herz ist das Herz, das gefüllt ist, also ich drücke das in meinen Worten aus, gefüllt ist mit der Liebe zu Allah Ta'ala, in dem kein Platz mehr ist für die Liebe anderer. Ein Herz, das gefüllt ist von der Furcht Allah Ta'alas, worin kein Platz ist für die Furcht vor anderen. Ein Herz, das gefüllt ist von der Ehrfurcht gegenüber Allah Ta'ala, sodass kein anderer Platz mehr drin ist. Das nennt man At-Tawhid. Das ist der At-Tawhid. Das hat nämlich zwingend zur Folge, dass der Mensch nur noch dazu bestrebt ist, jene Dinge zu verwirklichen, die, wir haben ja die Liebe vom Diener zu Allah Ta'ala. Aber es gibt noch die andere Seite, dass Allah Ta'ala den Diener liebt. Das ist nicht zwingend erforderlich. Aber wenn das Herz des Dieners von der Liebe Allah Ta'ala gefüllt ist, ist er dazu bestrebt, also er liebt erstmal sämtliche Dinge, die Allah Ta'ala liebt, und ist bestrebt, diese zu gewinnen und zu bekommen. Das ist ein Streben. Weil ein krankes Herz, wenn er Dinge, Neigungen, wenn ihn, oder Neigungen und Liebe hat zu Dingen, die Allah Ta'ala verabscheut, das ist ein krankes Herz. Wenn sein Herz überfüllt ist von Shahawat, das ist ein krankes Herz. Wenn sein Morgen damit beginnt, nur über seine Shahawat zu denken, das ist ein krankes Herz. Das heißt, der vollkommene Tawhid ist nicht, dass du die drei Arten des Tawhid kennst und die Nawaqid des Tawhid. Das macht dich nicht zum vollkommenen Muwahhid. Der vollkommene Muwahhid, der vollkommene Tawhid. Deswegen, sich selbst Muwahhid die ganze Zeit zu nennen, das ist auch eine Form der Tazkiyah.
sich selber die ganze Zeit mit solchen Namen anzusprechen, ich finde das nicht korrekt. Nenn dich Muslim. Wenn du sagst, Muwahhid, sag Insha'Allah, wie du sagst, Mu'min und Insha'Allah. Aber sich mit solchen Namen zu betiteln, ist nicht unbedingt ganz korrekt. Weil der vollkommene Tawhid eben dieser Aspekt ist. Der vollkommene Tawhid bedeutet, dass dein Herz gefüllt ist von diesen Dingen. Und dass kein Platz mehr für andere da ist. Und das, diesen Rang erreichen nur die wenigsten Menschen. Einen derartigen Rang erreichen nur die geringsten Menschen. Tayyib. Und er sagt, er drückt es noch immer so aus, er sagt, Ibn Rajab hier nochmal, فَالْقَلْبُ السَّلِيمُ, das gesunde Herz, هو السَّالِمُ مِنَ الْآفَاتِ وَالْمَكْرُوهَاتِ, das gesunde Herz ist das Herz, das frei ist von den Makruhat, den unerwünschten Zuständen, das frei ist von Krankheiten und beeinträchtigenden Dingen. Und was ist das für ein Herz? Er sagt, وَهُوَ الْقَلْبِ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ سِوَى مَحَبَّةِ اللَّهِ وَمَا يُحِبُّهُ اللَّهِ وَخَشْيَةُ اللَّهِ وَخَشْيَةُ مَا يُبَعِدُ مِنْهِ. Das ist das Herz, das nur Platz hat für die Liebe Allah Ta'alas und die Liebe dessen, was er liebt, und die Furcht vor ihm und die Furcht vor Dingen, die ihn von ihm entfernen. Das ist das gesunde Herz. Und diese Gesundheit des Herzens kann man nur gewinnen durch die Kenntnis über Allah Ta'ala, Ma'rifatullah, Kenntnis über ihn, über seine Eigenschaften, das Vertrauen auf ihn und derartiges. Und das ist, und dann sagt er hier, وَهَذَا هُوَ حَقِيقَةُ التَّوْحِيدِ, das ist die Realität des Tawhid. Das ist die Realität des Tawhid.